Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück beim Server Let's Play von Minecraft. Ja, ich bin hier noch in der Mine, weil ich noch ein bisschen meine mag. Du. Ja, was habe ich? Also ich habe mir so einen Lichthelm gecraftet. Der ist ziemlich einfach, ein Solarhelm und ein Luma. Solarhelm ist auch einfach eine normale Solarzelle. Dann habe ich mir ein Labback gebastelt. Und wir haben ja viele Diamanten, deswegen habe ich mir eine Diamantrüstung gemacht. Ein Diamantschwert, was ich dann verzaubert habe. Ja, und jetzt bin ich hier meinen. Wir werden nicht lange meinen, ich will euch nur mal kurz zeigen, wie ich hier meine. Das war hier mal kurz, ich will hier, hier wieder ein Diamant. Mehrere. Ja, das mit Lichthelm, das funktioniert anscheinend noch nicht so ganz. Es gibt noch einige Schwierigkeiten, ihr seht es, da geht das Licht öfters aus, an, aus, an. Ja, soll es so sein. Eigentlich will ich hier nicht so viel meinen, aber das Gold, das müssen wir mitnehmen. Weil ich bin eigentlich jetzt schon am Ende mit meiner Mining-Tour. Weil man sagen würde, nee, da habe ich ja nicht viel, aber ich habe schon ziemlich viel gemeint jetzt. Ja, es war eigentlich nur ein Test meinen. Wir schauen noch, was hier noch Interessantes gibt. Eisen brauchen wir auf alle Fälle, das nehmen wir mit, bevor ihr B-Miner es dann sich holt. Da hinten war nichts mehr, nee. Gut, das lassen wir mal so stehen, das nehmen wir noch mit. Und hier unten, ja, da gehe ich dann nächstes Mal wieder offline rüber. Ich will euch nur zeigen, wie ich meine tue, also mit welcher Variante. Ich habe da eine gute Variante. Nehmen wir an, mein Inventar wäre voll, oder geht es nach unten? Oh, da müssen wir aufpassen. Hier unten steht der Creeper. So, hier habe ich überall natürlich schon gemeint, alles rausgeholt. Und ihr seht es. Ich habe mir sozusagen zwei Ender Chests gecraftet. Die sind ja nicht so teuer, das sind eben der Mod. Also hier diese Loren, die habe ich mir aus dem Nether geholt. Da hat mich B-Miner befreien müssen, weil das Portal kaputt ging. Ja, die sind ziemlich einfach zu craften. Haben mir zwei gecraftet. Eine steht zu Hause mit einer Redstone Engine und der holt hier einfach die Sachen ab. Also tue drei Diamanten rein und er holt sie ab. Wobei ich hier in der Mining-Welt bin und das eben komplett verschiedene Welten sind, aber so funktioniert das System. Hier Lapis rein, dann holt er das Lapis ab. Und so kann man relativ viel meinen, weil, ja, wenn man gerade weitermacht, geht man einfach hin, baut die ab, zack, und geht weiter und stellt sie irgendwo anders auf und kann man weiterarbeiten. Also so kann man sehr effizient meinen. Jetzt zeige ich euch mal, zu Hause habe ich noch einen neuen Raum gebaut. Darf ich auch gleich zeigen, so, zack. Ihr seht, wir sind in der Mining-Welt und wir gehen nach Hause. So. Ja, ich habe einen Amboss gecraftet. Der hat natürlich keine Textur, weil ich das Texturenpack noch nicht überarbeitet habe. Aber mich stört es ja nicht, also euch auch nicht. So, dann gehen wir mal schlafen zuerst. Ja, also ich habe mir noch einen Singularity-Kompressor gecraftet. Und sonst hat sich hier eigentlich nicht viel was getan. Ein paar Sachen habe ich rumgecraftet, aber hier hinten hat sich was getan. Hier haben wir unsere Bio-Anlage und hier habe ich die zwei Petroleum-Generatoren aufgestellt und hier ist die Enderkiste mit einer Redstone-Engine, einer Pipe und alles geht hier rein. Ich gleich mal das dazu machen, so, so, das, das, das. Cobblestone können wir auch noch reinhauen. Also ihr seht, ich habe schon jede Menge gefarmt. Man, das war jetzt nur ein kurzer Test, weil ich die gerade erst gecraftet habe und testen wollte, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Machen wir mal so, damit das... Nee. So, damit das nicht stört. So. Also, nicht viel gemeint noch. Ja, eben hier hinten habe ich noch einen Raum gebaut. Also hier einen Durchgang. Und hier noch ein Raum, da kommen dann die ganzen Maschinen rein. Die werden wir dann alle noch craften und so. Also um die ganze Erze automatisch zu verarbeiten. Hier haben wir schon einen Stromanschluss. Von unseren Generatoren hier. Von denen da. Die speisen eben über den Fuel. Hier habe ich noch erweitert, damit auch die Redstone Engine und so weiter automatisch angehen, sobald der hier Fuel braucht. Da muss ich mir noch was überlegen, dass der nicht immer durchgehend läuft, aber ab und zu mal ein- und ausgeht. Da bin ich überlegen, wie ich das machen werde. Und hier unten habe ich
eben einen Gang gemacht, weil hier unten sitzt eine MFE von unseren Generatoren und das Kabel geht eben in den anderen Raum hier rüber. Da müssen wir leider wieder nach oben. Ja, es geht halt einfach in einen anderen Raum, das muss ich ja jetzt nicht zeigen. Genau. Das Slapback. Kann man das eigentlich hier drin aufladen? Das war gar nicht getestet. Nee. Okay, das kann man nur drüben laden. Den Lichthelm setzen wir wieder ab. Weil der verbraucht das sonst Strom. Ihr seht das 9. Jetzt dann immer noch 9920. Rüstung habe ich, glaube auch noch, oder ja. Also haben wir so alles gequestet. Wasserzellen, für was habe ich die gebraucht? Irgendwas habe ich mit der B-Mana gecraftet, wo man Wasserzellen gebraucht hat. Das war ich glaube in der vorherigen Folge, ne? Ja, egal. Genau. Also die Maschine kommen dort drüben hin. Dann werde ich wahrscheinlich hier hinten oder da hinter diesem Haus noch ein Gebäude bauen, wo wir dann unser Lager reinmachen. Ja, und es regnet wieder. Komischerweise kann man leider in dieser Welt den Regen durch Schlafen und so weiter nicht abstellen. Er hört auch nicht auf, deswegen haben wir hier die Command-Blocks. Keine Ahnung, warum das so ist. Also wir brauchen... In unserer Anlage drüben, was brauchen wir da alles? Mal kurz überlegen, was... Hier die Geräte werden wir stehen lassen, aber die ganzen Pipes sind zu weg, weil das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wobei, hier muss ich noch mal schnell ein Stack Eisen durchlassen. Schalten wir wieder an. Marie findet Eisen, wenn wir brauchen, um die ganze Maschine zu craften. Ich denke mir, wir fangen einfach mal an mit Maserator. Falsche Taste. Also dreimal Flint und Schaltkreis. Die Frage ist, wie viele Maseratoren werden wir dort brauchen? Wie viel Erze haben wir denn eigentlich? Wobei, ich möchte das ja irgendwie entweder mit Logistikpipe oder normal. Also auf die alte Methode, so wie hier, oder mit Logistikpipe. Ich würde fast sagen, machen wir das Durchschmelzen normal und das Lager dafür mit Logistikpipe. Ich denke, so wie wir machen, so haben wir eine Kombination aus beiden und es wird nicht langweilig, weil wir nur Logistikpipe verwenden. Also rechnen wir mal kurz, wie viele Rohstoffe wir haben. Zinn, Kupfer, Eisen, Gold, das und das, sagen wir 3, 4, 5, 6 Maseratoren brauchen wir. Das Auge mal Pi, 6 Maseratoren. Flint, haben wir da irgendwas noch oder ja. 6 mal 3 ist... Ach, jetzt bin ich... Ja, 20. Machen wir einfach so eine gerade Zahl. Ist eigentlich 18, aber... Egal. Und was war da noch? Ach, wieder falsche Taste. Maserator. Also Maschineblöcke brauchen wir dann auch 6 natürlich. Deswegen habe ich gleich nochmal schnell einen Stack Refinite Eisen reingehauen. Ja. So, ist ja egal. 6 Stück. Dann brauchen wir noch Cobblestone. Gleich mal einen Stack hier raus. Die Flint. Achso, das ist alles da drin, ne? Hä? Achso, nee, Flint habe ich in der Hand. Ach so. Das war dann so. Dreimal. Und die. So. Ergibt 6-mal Maserator. Natürlich werde ich die dann alle zu erweiterten machen. Dann brauchen wir logischerweise auch 6-mal den Ofen. Furnace. Eisen, elektrisch. Mann, warum drücke ich immer die falsche? Also ein Eisenofen. Ja, craften wir einfach Eisen. 6 Stück. Okay, Eisen haben wir gar nicht so viel, aber wir müssen ja noch alles einschmelzen, was wir haben. So, LB-Miner ist auch da. 1, 2, 3, 5, 6.
Na, komm, TS. Ofen, elektrische Haltkreise, wieder 6 Stück. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Ich tu gerade craften jede Menge. Das Geile ist, ich hab mich ja gerade ausgelockt. Mhm. Jetzt mein Waypoint weg von home. Oh. Deswegen sollte man immer ein Linking Book mit haben, ne? Weil mit dem kommt man immer zurück. Mein Inventar ist so voll. Ja, dann muss man eine Ender Chest mit haben, dann funktioniert es auch. Ist wieder mein Jump Run in Ries. Hier versteht man etwas schlecht, aber egal. Erweitert. Ja. Mensch, Maschine Blöcke. 12 Stück. Ist besser mit meinen Maschinen? Ja, etwas. Scheiße. Alpenhohne sind das. Oh, eine Babykatze, eine Babykatze. Und jetzt ist sie tot. Oh. Die ist an dieses Zeug reingelaufen. Also die findet Eisen, Bronze und Zinn. Zinn, Bronze. Wo ist mein Haus denn? Da, wo du ja stehen gelassen hast. Alter, ich brauch Bronze. Wo hab ich Bronze? Wo ist das denn? Ich hab kein Bronze. Kannst du mir vielleicht noch einmal die Koordinaten sagen? Weißt du nicht, wo dein Haus steht, ne? Nein. Oh, armes Bibien. Ich könnte mir vorstellen, hier, dieses Jump'n'Run. Okay, es ist eigentlich nur ein Jump. Rennen, weißt du? Mhm. Rennen musst du hier eigentlich nicht. Hä? Mein Haus wird nicht auf der Dünnmap gezeigt. Versteh gerade nicht, warum ich hier kein Bronze machen kann. Kannst du? Das geht doch. Du musst nur nochmal reinigen. Manchmal funktioniert das nicht. Ah ja, genau, das war der Bug. Ach ja, egal. Jetzt habe ich schon aus Dust gemacht. Dust. Soll ich bei deinem Haus schauen, oder? Ja, sag mal kurz die Koordinate. Ich bin mal... Ist mein Haus los? 45 und 5. Alles plus. Was? 45 und 5. Also so Nähe 0, 0. 0. Ich bin bei plus 240 minus 21. Nee, du brauchst circa 0, 0. Also 45, 5. Also ich brauche ungefähr... Nein, jetzt bin ich schon wieder in die Kacke reingelaufen. Und hab keine... Egal, ich habe eine Spacke dabei, die alles abbauen kann. Deine Verzauberte. Also. Wie ist das gegangen? Refinet Zeug. Eisen, Bronze und Zinn. Hey, das funktioniert sogar. Gold ist da. Oh, jetzt wird's auch noch Nacht. Oh. Und hier lauert ein Creeper. Creeper. 18, was haben wir gesagt? 12 eigentlich. 12, 6, 12, 24. Ja, zwei Stück sind hinter mir explodiert. Von der Creeper. Ja, ich finde das cool, bei meinem Schwert. Da war unser Riesenbaum. Den habe ich schon mal wieder gefunden. Ja, dann bist du nicht weit weg von zu Hause. Ja, aber das ist. So. Ich brauche da 24, so. Bin machen mir Angst. Wer macht dir Angst? Die Spinne und das Skelett. Achso. Tür zu. Brauchen wir jede Menge Kohle, ey. Achso, so viel habe ich gar nicht. Aber das mit der Ender Chest meine, das ist echt genial, das funktioniert einwandfrei.
Kann ich mir vorstellen. Es ist echt nicht schlecht. Vor allem, wenn man immer voll hat, das Inventar. Ey, ich habe nicht gesagt, dass du hier weitermachen sollst. Blödes Teil. Hier meinst du jetzt? Was? Nee, meinst du mich? Ich habe vergessen, die Maschine hier angevergessen. Jetzt will er den Kohle da in den Ofen rein. Ich brauche 12 mal Advanced Maschine Block. 22, 11. Das kann noch etwas dauern. 18. So, jetzt baue ich mir jetzt unten im Keller eine. Hey, der rote Däumer ist away, der könnte ruhig schneller sein. Noch schneller. Ja. 22, 12, 24. So. Hast du noch Marble? Ich glaube ein bisschen noch, aber nicht mehr viel. Marble. Muss ich gerade mal schauen. 28 habe ich. 38. 38, ja, ein Stack circa. Mehr habe ich leider auch nicht. So. Alter, wie viel Kohle braucht man denn da? Haben wir hier noch? Nee, Coal Dust, Charcoal Dust. Ah, das ist ein schwerer Unterschied. Das kann man schon aus. Charcoal ist Holzkohle. Ja, aber das davon gibt es auch schon. Charcoal Dust. Was machst du mit denen? Das ist normaler Kohle Dust eigentlich. Nee, das ist ein anderer. Das ist Charcoal Dust. Kannst nicht das normal verwenden, oder? Bin mal gespannt. Nee. Geht das so? Na, Gesundheit. Alter, was machst du mit dem Blödsinn? Ah, da kannst Gunpowder draus machen. Oder so irgendetwas, keine Ahnung. Mann, dieser blöde Regen schon wieder. Abstellen. Boah, bei mir regnet's nicht, aber immer wenn ich auf dem Server komme, regnet's bei dir. Okay, jetzt ist wieder aus. Na okay, egal. So. Diese Schankler-Blöcke funktionieren irgendwie gar nicht. Was für eine? Schankler-Blöcke. Ja, die von Worldcraft meist, oder? Ah! Na, ich meine, ich schank diese Blöcke von Worldcraft. Erstmal Command Block, so, fertig. Achso, ja, bei mir funktioniert sie teilweise. Aber auch nicht wirklich. So, 12. Wo habe ich denn die 12 Maschinenblöcke? Tja, die habe ich noch nicht. Irgendwie teuer das ganze System. Maschinenblöcke gehen in den Kompressor seit neuestem, ne? Das haben wir ja heute schon rausgefunden. 8, 9, 10. Eisen geht aus. Alter, 12, jetzt komme ich nicht voll auf. Warum? Klopft doch meine Tür. Ah, das hasse ich. Ah, was reden? Bin ich dumm. Na super, wie kann ich jetzt aus dem Eisenblock wieder normales Eisen machen? Echt, mit dem Red Power Ofen wird's gehen. Da wir den aber nicht haben. Normal schmelzen kann man es wieder.
super. Hauptsächlich mache ich Eisen, das Eisen mache ich Blöcke und dann mal wieder Eisen. Weil ich ja Maschinenblöcke haben wollte. Ach, Mann. Die macht man ja aus Rehfeuer, nicht Eisen. Er hat gelernt. Ja. Ja, es ist echt kompliziert, die ganze Methoden da, ey. Was haben wir da? Kabel. Aber ich werde immer besser. Ich habe mich jetzt so entschlossen, dass ich die Schmelzanlage werde ich mit normalen Pipes machen, auf alte Methode, und dann dafür das Lager komplett mit Logistik-Pipe. Schmelzanlage könnte man auch gut auf alte. Die mache ich ganz normal, damit auch aus dem wenig kombiniert ist und nicht nur alles wirklich mit Logistik-Pipe, das mache ich auch nicht. Ja, aber Logistik hat es schon kompliziert geworden. Ja, weil, das schon. Jetzt auch noch Strom zu holen muss. Und ich habe das Regen durch, ohne dass es bei mir regnet. Das hatte ich früher auch. Jetzt regnet es auch bei mir. Ja, dann sage ich, die Folge ist eh vorbei. Ich werde das fertig craften und vielleicht schon platzieren drüben im neuen Raum. Den habe ich eh schon gezeigt. Also hier draußen, hier drüben, weil ich Wasserzellen wieder ein Wasserturm. Keine Ahnung. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also ciao Leute, viel Spaß beim Ansehen.